mal los in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom The Geek Freaks Podcast. Heute zusammen mit dem Alex. Hey, hey. Dem Moritz. Hallo. Und dem Robin. Wunderschönen guten Tag. Und was wir so für Themen vorbereitet haben, erfahrt ihr nach dem Intro. Nee, hören wir nicht. Hören wir nie. Wir können es uns einfach vorstellen. Wir haben es heute gehört. Ah, kein Thema. Und wollt ihr euch jetzt eigentlich nur über das Intro unterhalten? Die ganzen Leute es nicht hinkriegen, Frage, ne? Da ihre Audio-Devices einzurichten. Ihr seid ja auch alle Stäbchenjäger, ne? Hab ich gehört. Ich kaufe ganz teuer. Ja, keiner von uns liebt es, günstig zu kaufen. Das weiß genau. Ich schon. Aber die Frage ist ja, jetzt fangen ja alle, und das muss ich aus aktuellen Anlass einfach mal als erstes, die ganzen Firmen versuchen jetzt natürlich, sie wieder bei uns einzuschleimen und wollen alles fertig haben vorm Black Friday. Oder der Black Friday Week, wie es heutzutage schön heißt, ne? Seid ihr so typisch ja auch Black Friday Schnäppchenjäger oder ist das eher sowas, was an euch vorbeigeht? Also mal reingucken, so kann ja nicht schaden, ne? Mhm. Was mich halt am Black Friday stört, ist, dass die Preise halt zu 99% vorher einfach direkt angehoben werden. Und dann soll es günstig werden und die Leute, also günstig erscheinen und die Leute werden dann halt mal wieder eiskalt beschissen, ne? Für Mondscheinpreise. Marketing. Sind aber solche Sachen, die hast du zu jedem Feiertag und im Endeffekt, wenn du eigentlich Sachen kaufen willst, gerade Tech und so weiter, wurde ja schon mehrfach bewiesen, die beste Zeit dafür ist der Februar. Ja, ungefähr sowas. Also für alle Techniker, ja, Februar gut, ne? Ich persönlich... Ja, für alles, weil traditionell da dann eher so die Badewannenkurve der Preis wieder nach unten geht. Ich persönlich zum Beispiel, ich stehe ja auf verschiedene Amazon-Tools. Ich habe zum Beispiel auf Amazon, wie es jeder so schön nennt, also es ist nicht immer nur Amazon. Ich habe ja für unterschiedliche Plattformen unterschiedliche Tools. Aber ich habe eins, das zeigt mir immer die Preishistorie unter dem jeweiligen Produkt direkt an, ne? Einfach nur, um sicher zu gehen, was die denn da machen oder auch nicht machen. Ich weiß nicht, habt ihr auch so ein Tool? Kennt ihr solche Tools überhaupt? Das habe ich als Add-on direkt drin im Browser, Browser-Add-on. Was kannst du sagen? Bestimmt eine Browser-Add-on. Ja, es ist Keeper, heißt es. K-E-E-P-A. Und das zeigt dir auch gleich einen Link an zu eBay. Ob du, wenn du nicht bei Amazon kaufen willst, weil der Preis zu teuer ist, kannst du es gleich auf eBay suchen lassen oder alle Reseller durchsuchen lassen. Weil wir auf Allzeit suchen. Ja. In den Shownotes einen Link zum Plugin? Können wir reinschreiben, ja. Also ihr könnt es euch auch holen, Keeper. Finde ich eigentlich sehr geil, weil es mir immer die Statistik, ich kann es euch jetzt natürlich im Podcast schlecht zeigen, es zeigt mir direkt diesen statistischen Verlauf des Preises. Seit 8. August 8. bis 1. November ist jetzt im Scaling mal drin und dann siehst du halt, wo bescheißen die schon wieder oder wo heben sie die Preise vorher schon wieder an. Es ist teilweise so dreist, was dann, weil Amazon verkauft die Dinger immer so als Sale oder super Schnäppchen und du siehst halt, dass 2 Monate vorher der Preis halt von 80 auf 150 Euro hoch ist. Weil solche Mondscheinpreise eigentlich sogar verboten sind. Ja, es wird aber trotzdem gemacht. Nicht nur von der Plattform, sondern generell. Ja, das musst du halt allerdings erstmal nachweisen, ja, dass genau. So ein Kram betrieben genau. wird. Und also, das kann so gut wie keiner und es ist mehr oder weniger offensichtlich. Wobei, da gab es schon Prozesse. Das waren dann aber so Sachen, da ist es die letzten 3 Jahre ersichtlich gewesen, dass immer ganz kurz vor großen Rabatten die Preise sehr angehoben wurden. Ja, und die reden sich halt oft auch raus, ne? Inflation, es müssen die Preise geändert werden. Aber ja, in dem Fall war es sehr ersichtlich. Zu Weihnachten, Black Friday und so weiter ging der Preis halt kurz vorher sehr hoch, dann sehr runter und dann ist er wieder normal gewesen, wie es vorher war. Das erinnert mich an was. War sowas gut beweisbar. Momo, das erinnert mich an was ganz Geiles, ne? Also? Weil der lokale Mediamarkt macht ja auch immer so Sale-Blödsinn, ne? Klar. Und letztes Jahr bin ich da halt mal rein, weil ich einfach nur einen günstigen USB-Stick mitnehmen wollte. Ja. Hey, easy going. Und ich gehe da rein und es ist Covid. Und die Leute eskalieren über die Grabbeltische, ne? Also wirklich eskalieren. Schubsen sich gegenseitig und so. Da war nicht immer was Gutes. Die haben einfach nur angefangen. Und dann steht halt der Security einfach da, neben mir, ne? Schaut er auf die Menschenmenge, greift nicht ein, macht gar nichts, ne? Verschränkt die Arme, schüttelt den Kopf und sagt halt, was ist mit den Leuten? Der hat einfach, du hast richtig gemerkt, wie er so die Lust verloren hat überhaupt. Nur, was ist mit den Leuten? Hat er das so gesagt? Ja, was ist mit den Leuten einfach? Hat er so, und ich stehe halt so daneben, fang halt das Brüllen an, ne? Was ist mit den Leuten? I don't get it. Daneben gestellt, auch Arme verschränkt.
Ey, der Dude war in dem Moment mein Krafttier, weil er einfach gezeigt hat, wie stupide die Menschen sind. Über solche Sachen wie, weil es ist ja mittlerweile alles Sale. Ich weiß nicht, digital hat es irgendwann mal angefangen, dass überall Sale hingeschrieben wird. Aber der Saale ist ja jetzt überall drin. Alles ist nur noch Saale. Egal, wo du hingehst, egal in welche Fußgängerzone du gehst, egal in welchen Matratzenladen du gehst, egal wo du hingehst, es ist immer alles Saale. Es ist immer alles im Sale. Es, also normale Preise gibt es ja gar nicht mehr. Deswegen verkaufen wir nichts im TGF-Shop, weil wir das nicht überall stehen haben. Ja, wir müssen eigentlich auf... Sales machen. Ja, klar, auf jedes Mach Produkt. Mach einfach Big Opening Sale und das schreibst du einfach groß ins Logo rein. Für und immer, ne? Und Fake Timer. 5, 6 Monate lang. Fake Timer, ah, ja, genau. Der immer abläuft. Das darf man nicht. Nee, besser. Du machst 6 Monate Grand Opening Sale, 6 Monate, ja, Schlussausverkauf Sale. Wir machen dicht. Reopening und dann, Sale. Dann einen Tag down den Shop, dann wieder Grand Opening, Reopening Sale und so weiter. Der zwischendurch braucht man aber noch irgendeinen Saison-Schlussverkauf mit den T-Shirts oder so. Ja, deswegen sage ich ja dann hier, das ist dann hier Close-Down Sale und so weiter und Schlussverkauf und so ein Gedöns. Das Dumme ist, die Leute das würden halt darauf reinfallen, ne? Ja, wir verkaufen ja, einfach T-Shirts, auf denen steht, wenn das nächste Mal der Sale kommt. Dann kann Moritz einfach auch wieder verpennen, da die Domain zu verlängern, weil dann ist sowieso egal, ob der Shop ein paar Tage weg ist. Ja, die Domain wird automatisch verlängert, ich hab's halt gekündigt. Wie gesagt, ey, ich find dieses Sale und alle jagen den nächsten Schnäppchen in der Herpolitik schon ein bisschen lächerlich von den Leuten. Weiß nicht. Ja, aber es funktioniert halt leider. Ja, das sind die ältesten psychologischen, die Verknappungstricks sind die ältesten und die werden immer ziehen. FOMO funktioniert halt. Ah, ist Wahnsinn. Also das wird nie aussterben. Diese Form des Marketing wird die Leute immer stinkreich machen. Alex, guckst du dir doch einfach so an mit diesen ganzen Preisen, wenn sie plötzlich billig sind, wie sich die ganzen Preisfehlergruppen da drauf. Pass auf, und da komme ich Alex jetzt noch ist zu Teil was. Des Problems. Da komme ich jetzt noch zu was wegen diesem Sale. Da gibt es ein Sale-Angebot, deshalb wollte ich auf diese Dinger mit raus, ne? Der, den Robin und mich wird es am meisten betreffen, schätze ich mal. Photoshop. Adobe. Adobe macht ja auch immer mal kurz solche Sale-Aktionen, ne? Aber die neueste ist noch viel, viel schlimmer. Denn ab jetzt, weil Pantone hat geklagt. Pantone, ja. Hey, und die haben nicht geklagt. Nein, nicht gegen Photoshop. Die haben geklagt gegen eine Firma, die habe ich jetzt nicht im Kopf, wegen der Farbverwendung und Lizenzen oder beziehungsweise lizenzpflichtig. Photoshop natürlich vorbildlich, weil Adobe sagt, ja klar, Lizenz, wir nehmen die Pantone-Farben raus. Stopp, darf ich dazu was sagen, bevor du weiter redest? Ja, gerne. Adobe hat an Pantone jahrelang Lizenzgebühren bezahlt. Ja, jetzt machen sie es nicht mehr. Die haben eine Partnerschaft gemacht, da hat niemand geklagt. Adobe sieht es nur nicht mehr ein, diese Lizenzgebühren zu zahlen und deswegen müssen die Leute, wenn sie es nutzen wollen... Warte, Moritz. Ich gucke es dir an, was da passiert ist. Pantone hat gesagt, euer Kram ist veraltet, jetzt zahlt man ja neue Lizenzgebühren, wir fahren denn neu, damit ihr die aktuellsten Dinger gekriegt habt. Wie ihr es mir einfach macht, für die Zuschauer eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber da hat niemand verklagt. Ja, aber jetzt war der Pantone hat doch nicht Adobe verklagt, sondern eine kleine Firma in den USA. Ich hole lang aus. Ja. Aber die Brücke zu Adobe, die Brücke zu Adobe kommt ja noch. Ja, Adam und Eva kannst du überspringen und die Sintflut auch. Oh. Es geht darum, die Farben von Pantone sind ungefähr, oder Pantone sind 4000 Stück mittlerweile, die nicht mehr in Photoshop enthalten sind, weil sie die rausgenommen haben wegen der Lizenz. Jetzt kannst du aber für 15 Euro im Monat diese Farben in Photoshop wieder freischalten. Weil sie es als Sale-Abo mit reingehauen haben. Das heißt... Gott. Du kannst jetzt, also nicht nur, dass du dein Adobe-Abo sowieso brauchst, sondern du brauchst auch das gerade im Sale befindliche Abo in Photoshop, um die Farben wieder nutzen zu können. Ja. Wie ein Glück, dass das für Geekfix-Logo keine Paint-On-Farbe ist. Ja, ich habe das absichtlich so das gemacht. Das hast du gut gemacht. Weil das ist es gibt aber eine sehr ähnliche Pantone-Farbe. Ja, aber du musst mir überlegen. Du hättest das auch aus einer Pantone-Farbe rauskonvertieren können. In dem Fall ging es ja nur darum, dass sobald du Pantone-Farben verwendest, weil du halt eben, was weiß ich, im Print bist, diese Referenzfarbe brauchst oder irgendwie Material Design machst. Ja, wird halt einfach schwarz, dann, wenn du es nicht gehalten hast. Dann brauchst du diese Farbe, dann nutzt du das ja als Referenz. Lächerlich. Wenn du denselben Hexcode verwenden würdest, wird da überhaupt niemand was dagegen sagen. Nee. Aber dann garantiert dir halt auch niemand, dass das so oder so aussieht auf diesem Material. Das ist ja eigentlich der Sinn von den Pantones. Das ist ja eigentlich nur eine Standardisierung. Ja. Pantone ist einfach als Referenz, dass wenn du das Ding so designst, dass du dann sagen kannst, hier, wir haben hier so diese aussehen. Samples, die haben wir hier für ganz viel Geld gekauft, die sind quasi, ich sag mal, geeicht und dann habt ihr nicht produziert. Genau. Dass du so ein Ding gegenüber deinen Manufacturern in der Hand hast. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Designer. Oder ein Produzent von Textilien, Drucken, was auch immer, Zeitungsdruck.
Und die sind wirklich so dreist und sagen, nee, pass auf, wir sind im Sale, jetzt musst du halt nochmal 15 Euro mehr zahlen, um Funktionen zu nutzen, die du bis jetzt eh immer genutzt hast. Und vielleicht haben die Leute sogar nicht das Abo, sondern dieses unendliche Jahresabo, 6.000 Euro Modell oder was abgeschlossen und müssen jetzt trotzdem Abo abschließen und denken sich, pass auf, Pantone stellt dir ein gratis Plugin zur Verfügung, also an euch da draußen, Vorsicht, es gibt ein gratis Plugin, mit dem ihr die Pantone-Farben gratis wieder in Photoshop bekommt, müsst ihr euch auf der Pantone-Homepage registrieren, einloggen und dieses Plugin in Photoshop aktivieren. Es funktioniert aber in 80% der Fälle nicht und bringt dazu, dass Photoshop abstürzt. Und dann sagt Pantone dazu, ja, das ist Adobes Problem, das hätten sie ja besser implementieren können. Aber es ist doch euer Plugin. Naja, das neue Plugin ist ja auch nur die Pro-Version des Pantone-Plugins. Ja, aber ist das nicht auch so eine lächerliche Politik? Das ist doch auch wieder diese kürzlich Verknappung, oder? Es gibt ein Community-Plugin, das genau dasselbe macht. Das gibt's kostenlos. Nicht mehr im offiziellen Store, das wurde rausgenommen. Ha, das hätte ich mir gedacht. Ich wusste es. Aber du kannst es noch immer sideloaden. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß auch nicht, ob wir das verlinken sollten. Aber damit kannst du die kostenlos, die Farben alle kostenlos wieder hinzufügen. Also wie gesagt, davon haben wir gehört. Das macht keiner von uns. Pantone, bitte nicht verklagen. Ich habe auch gehört, auf GitHub gibt es schon Skripte. Auf GitHub gibt es schon Skripte, die deine alten Illustrator, Photoshop, was auch immer, falls davon wegkonvertieren, ne? Und das halt zu ganz normalen Hex RGB-Values konvertieren. Dann hast du es nicht mehr schwarz. Oder, was auch geht, ich glaube, die alten 2022er-Versionen, die können das noch. Ja, die alten Versionen können sowieso, das können sie ja nicht rauspatchen, aus den genauso wie aus den Black-organisierten Versionen. Haben sie schon gemacht. Wir wissen nur das aus jetzt nicht lizenzierten Ja, gezogen. Aber aus den alten, meine ich. Ja, gut. Dann gibt es ein Hintergrund-Update, das halt einfach nicht über den Creative Cloud Launcher announced wird. Und ja, solange du Photoshop hast, das schon Creative Cloud nutzt. Ja, genau. Wenn du auf CS8 bist und Photoshop benutzen kannst. Ja, CS8, CS7, weiß ich noch nicht mal, ob die überhaupt diese Funktion überhaupt schon drin haben. Doch, die haben das. Ich sag, ja gut, klar, wenn es dir gecrackt hast, dann würde ich auch niemand aufhalten, irgendeine Erweiterung dafür zu installieren. Für die du dann sehr wahrscheinlich auch nichts zahlen wirst. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Dahin wollte ich gerade das Gespräch drücken, denn ich wollte euch einfach mal alle vier fragen. Was glaubt ihr, steigt die Piratisierungsrate von Adobe jetzt dadurch oder nicht? Ganz klar, nein. Okay, du sagst ganz klar nicht, nein? Nicht dadurch, weil die Leute, die dieses Feature benötigen, die überhaupt Pantone nutzen, die haben mehr als genug Geld. Für die sind das ganz einfache Betriebskosten, fallen absolut nicht ins Gewicht. Wenn du dir mal überlegst, die ganzen Leute, die Adobe sowieso kaufen, die kaufen es, weil sie es kaufen müssen meistens und weil sie es irgendwo für benutzen. Und ob jetzt dann für so ein Adobe-Abo hier 60 Euro, 80 Euro oder was auch immer du dafür eine Edition hast, aus dem Fenster fliegen oder dann 95 für so eine Firma. Oder wenn du dann halt einen ganzen Haufen Workstations hast, für die das jeweils geht, wo du dann sowieso 1.000 Dollar im Monat an Adobe abdrückst. Ob du jetzt dann so eine Firmenlizenz für so ein Plugin kaufst, ist dann fällt A nicht mehr ins Gewicht und B brauchst du es sowieso, damit du weiterarbeiten kannst. Genau. Und C, die ganzen Leute, die sowieso nicht für Adobe zahlen wollen, die haben es sowieso schon raubkopiert und die jucken sowieso nicht mehr. Die updaten halt einmal im Jahr ihren Crack. Da wird es dann wahrscheinlich mit drin sein. Ja, ich wollte einfach mal so fragen, was eure Meinung dazu ist. Ja, ganz ehrlich, das benutzt du, wenn du Produkte herstellst, wenn du irgendwas druckst oder so, dann bist du so groß. Also wenn du groß genug bist, dass du an deinen Supplier einfach eine Pantone-Farbe nennst. Ja, gut, wenn du aus der Perspektive dann ist es, ne? Aber gut, ich finde es halt trotzdem die Politik schon sehr arschig, die sie da abziehen immer wieder. Ja, gut, aber das war. Nur weil sie es sich erlauben Pantone können. Und wie lang ist die nächste Frage, ne? Das hat Pantone halt schon immer gemacht. Schau dir doch mal die anderen Webseite an. Ja. Alter, hast du dir schon mal angeguckt, wie viel solche Farbchips auf Plastik kosten, die Pantone vertreibt? Video von Linus Tech Tips? Ja, die hat es halt echt gegönnt. Die ist ja gar nicht mehr dabei, ne? Die ist ja gar nicht mehr im Team. Nee, die war nur kurzzeitig da und die hat sich halt einfach die ganze Palette gegönnt. Ne? War doch Dings hier Sarah Butt, oder? Ja, volle Gönnung. Die war doch sehr lang dabei. Ja, aber jetzt nicht mehr. Okay. Aber die hat sich die völlige Gönnung gegeben. Das Ding, wie viel 1.000 Euro so eine dumme Farbpalette. Wenn ich das meiner Frau hinhalten würde, ich würde es wegschmeißen, weil sie denkt, das ist Werbegeschenk-Trash. Ganz ehrlich, es ergibt Sinn. Oh. Also es ist halt sinnvoll, sowas auf verschiedenen Materialien zu haben und für verschiedene Materialien zu normen. Ja. Aber wenn du es dir überlegst, am Ende
ist da schon mal ein kräftiger Aufpreis dabei, weil so ultra teuer kann es halt am Ende auch nicht sein, so ein paar blöde Farbchips zu produzieren, nee, die halt alle einfach gleich aussehen und die halt dann einmal kurz mit dem Spektrometer unter gewisser Wellenlänge ein Licht haben zu leuchten und zu gucken, was da reflektiert. Vor allem Luke, das ist ja nichts Neues, die machen ja immer das Gleiche, die Prozesse sind so optimiert, die machen das seit 20, 30 Jahren immer das Gleiche. Ey, überleg doch mal, wenn die einfach halt hier so mal einfach, keine Ahnung, was weiß ich, 100 Kilo von diesem Plastikzeugs anrühren und kostet dann halt nix. Jede von diesen Dingern, ja nee, das machen die ja einmal und klar kostet das eine ganze Menge, so eine Masse einmal anzurühren nach den gewissen Specs. Ja, aber wenn du das, wenn halt, auf die große genau Masse den Farbton also 1000 oder so, 1000 Euro könnte ich für so ein Ding schon verstehen, weil es ist nicht einfach, die Farben herzukriegen. Ja, sorry. Ja, ja, gut, sagen wir mal 1000 Euro, aber der Preis von diesen fast fünfstellig. Ja. Lass mich doch mal ausreden. Entschuldigung. Also, du hast sowieso das, also, das so zu normen, dass es auf jeden Fall, während es mischt, du hast immer das Ganze, wenn es flüssig ist und so weiter und vermischt wird und Pigmentmischungen, alles immer variable und das dann einmal qualitätskontrollenmäßig abzumessen. Klar, das ist tierisch aufwendig. Auf jeden Fall kann man keinem absprechen, dass das einfach wäre. Aber ansonsten guck es dir an, sobald du einmal so, was weiß ich, wie viel dann von dieser Masse hast, machst du dann diese, keine Ahnung, was wiegen die Dinger, 10 Gramm, 20 Gramm Chips draus, so und so viel Stück. Und dadurch relativiert sich die Kosten pro Ding. Deswegen würde ich sagen, ja, aber es ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie einfach nur so eine generische China-Plastikmasse, wo man einfach ein paar Pellets zusammendrückt, die du für 5 Cent das Stück ja, das produzieren würdest und deswegen für 20 Euro verkaufen willst. Das ja, ist halt was ja, komplett anderes. Das ist eine also, AIDS-Krebs-Plastik, das ist schon klar. Ne? Aber naja, es geht nicht nur um die ganze deswegen, Qualität. Du hast einen gewissen Preis kann ich für sowas verstehen und auch für diese Qualitätskontrolle, die dann dahinter sitzt und alles nochmal überprüft. Das machst du nicht für umsonst. Ein paar 10.000 Euro dafür, dass halt überprüft, nicht 10.000, genau, das paar 1.000 Euro, dass, nee, dafür, dass es überprüft wird, du die ganzen Farben auf die Wellenlänge genau mehr oder weniger hast, aber wichtig, du hast 2 Finishes bei den Dingern. Ja, gut. Das ist, das, ja, doch, das macht bei Farben schon mal einen großen Unterschied, weil im blödsten Fall musst du dafür eine andere Farbe nehmen, weil es durch den Finish wieder anders aussieht. Das stimmt. Also und du kannst überlegen, du kannst jedem Hersteller auf der Welt, der dir irgendwas sagt, jeder von diesen Herstellern hat dann so ein Referenz-Pantone-Ding, was nicht irgendwie ausgeblichen sein darf und so weiter. Ja, was nicht ausgeblichen und sein ja, darf oder alt. Genau, da gibt's das nächste. Ja, deswegen, die Sache ist die, das kann ich halt äußerst nachvollziehen, dass du sowas ersetzen musst, weil die jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder das in dem dunkelsten Kämmerchen dauerhaft hat, sondern die werden irgendwo in irgendwelchen Workshops sein. Und hast du schon jemals irgendwas, was auch alleine irgendwo in der Nähe eines Raums mit einem Fensters war ein paar Jahre später betrachtet, so ein Plastik bleicht halt einfach ein bisschen aus. Jedes Plastik. Das, ja, das kann sich halt nochmal einfach verändern und einfach die Sicherheit, dass sich das nicht verändert, ganz einfach, dass du weiterhin dieses Ökosystem hast, wo du jedem Hersteller sagen kannst, diese Farbe, und dann kannst du deinen Chip daneben halten und kannst sagen, ist nicht die Farbe, hast Scheiße geliefert, mach was Neues. True. Allein, dass du diese Sicherheit hast, das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Ja. Es ist gut, dass es Standards gibt, aber der Preis ist halt trotzdem deftig, finde ich. Also es ist ein deftiger Aufpreis dabei, aber es ist in dem Fall halt wie beim Apple-Ökosystem, ja. Von wegen, die ja. Leute haben ihr Ökosystem geschaffen und haben die Leute gefunden, die dann dafür diese Preise zahlen. Also werden sie diese Preise auch weiterhin aufrufen. Oh, Luke, perfekte Überleitung. Das Thema wollte ich heute eh ansprechen, ne? Sehr gut, sehr gut gemacht. Bitte. Apple. Apple hat ja jetzt sich gebeugt der EU und hat gesagt, USB-C-Anschluss, jo, müssen wir halt, ne? Pass auf. Aber wisst ihr, pass auf, wir können jetzt mal raten. Falls ihr es wisst, gut, aber wie viel oder welchen USB-Standard setzt Apple von der Geschwindigkeit her mit dem USB-C-Anschluss um? Lass mich raten, 2.0. Was sagt der Robin? Der wird auf jeden Fall nicht der schnellste sein. Ja, ich versuche also, das schon so machen, dass ich sagen kann, ja, das sag ist aber Innovationsfall. Sag ein Guess. Die werden garantiert 2.0 oder schlechter nehmen. Ja, USB 2. Also, ding, Lightning. Und Lightning ist USB 2.0. Ja, genau. So, iPhone 15 bekommt USB, Lightning bekommt USB 2.0. iPhone 15, ich lache mich so blöd. Weißt du, was ich über meinen USB-C-Anschluss im Handy schleifen kann, obwohl mein Handy, wie viele Jahre ist das jetzt alt? 5 Gigabit? 4? 4?
Ich kann immer ganz locker 5 Gigabits ja. plus daneben noch HDMI, Ethernet, 1 Gigabit nochmal und ja, ich glaube 2 4K HDMI-Signale gehen nochmal mit drüber. Neben the Magic 5 Gigabit. Of Android. Aber halt, wenn Samsung dann ein Ding macht und die darüber mockt, kann ich es echt nicht verübeln. Ich habe noch nie gehört, dass eine Firma wirklich so eine zickige Diva ist, dass es sagen, ja, wir machen USB-C mal, wie lange und schicken 2.0 drüber. Überleg dir, wie lange sie es durchgezogen haben, dass die Leute unbedingt mit 5 Watt laden müssen. Ja, ganz, ehrlich, Alex, ganz ehrlich, ich hätte es an deren Stelle nicht anders gemacht, wenn du schon das... Die müssen hier nichts anders machen als den Anschluss tauschen. Die haben ja die ganze Lightning-Hardware. Ja, pass auf. Aber die müssen ja nichts an Chips machen. Das heißt, die bleiben sie bei allen Telefonen vorher waren doch. Auch bei Lightning. Warte mal. Und das heißt aber, wenn du ein iPhone hast mit 256 GB und du schickst die mit USB 2.0 Speed zum Backup, da brauchst du Tage. Erinnerst du dich, als die hier diese neue Filmkamera eingeführt haben mit HDR? Ja. Was dann gesagt wurde, hier, guck mal, ihr habt ja HDR, ihr habt hier diesen Kinomodus, ihr habt was auch immer alles. Was war das für ein großes Feature, was sie da hatten? Ach genau, Raw Recording. Aber der schnellste Weg ist halt immer noch das 1 Gigabit Wi-Fi gewesen. Ja, bei ja, USB doch. Hast du niemals deine 10 Minuten Videofile hast du stundenlang übertragen müssen. Weil du halt auf die 30 Megabyte die Sekunde, die dir in USB 2.0 halt ungefähr liefert, gecapped warst. Ja, genau. Aber wenn du keinen Mac allerdings, hast. Allerdings, wenn du jetzt überlegst, was da mit dem ganzen Ding ist, Apple hat tatsächlich in den Lightning-Kabeln extra Chips drin, die dir die Kabel irgendwie authentifizieren ja. Und in den Lightning zu USB-Adaptern ist tatsächlich nochmal extra ein Chip drin, damit der ganze Kram ordentlich funktioniert. Da gibt es bei YouTube ein relativ niedliches Video, wie jemand tatsächlich ein iPhone auf USB-C umgebaut hat. Strange Parts. Nee, nicht Strange Parts, das war irgendwie das hier... Tatsächlich genauso. Strange Parts war, glaube ich, der erste. Wie hieß der hier, glaube ich, irgendwie irgendwas mit, ich glaube, Repairs oder sowas im Namen war es. Aber der hat das auf jeden Fall einmal gemacht und hat da USB-C schön reingebaut und musste halt extra auch so ein PCB von Apple da aus einem Adapter mit einbauen, damit es ordentlich funktioniert hat. Übrigens vor 3 Jahren, ich sag's mal zu, adding USB-C to an iPhone, is it possible? Strange Parts hat's auch gemacht, hab gerade nachgeschaut. Also das ist ja alles technisch möglich. Ja, gut, ich meine jetzt halt zu den ganz neuen iPhones einfach dran. So. Schließt doch einfach mal so ein Apple-Kabel an, euren PC an. Und ich glaube, wie heißt das Tool? 3U-Tools oder so? Damit könnt ihr dann die Seriennummer des USB-Kabels auslesen. Oh, das ist gut. Jedes Lightning-Kabel hat einen Chip drin, ja genau, wie ihr schon gesagt habt, mit Seriennummer, mit. Es gibt verschiedene Modelle davon. Ja, irgendwoher müssen noch die Lizenzgebühren für Apple kommen. Wie viele waren das nochmal Retail für die ganz normalen Kabel? So, ich glaube, irgendwie $4 pro Stück oder so gehen an Apple für so ein ganz offizielles Kabel, was und irgendwie produziert wird und lizenziert. Weißt du, und offiziell kaufst du nur das Logo. Und dann fragt die Firma so hier bei der Anmeldung der Marke, wie Aki soll eigentlich deine Firma sein? Yep. Auf jeden Fall. Nehme ich alles mit. Also, ja, doch. Fällt mir nichts dazu ein. Also das macht doch alles so viel schlimmer. So viel schlimmer. Jetzt forcieren, also das eine Unternehmen forciert Wi-Fi, aber nicht normales Wi-Fi, weil du musst einen Mac haben, sonst kannst du keinen AirDrop nutzen und ohne AirDrop kriegst du die Files von deinen Dingern nicht mal runter, ne? Das überleg dir, wie passiv manche Leute zu AirDrop gezwungen werden, wenn sie einfach nur untereinander Files austauschen wollen und der eine hat ja ein Android-Telefon. Und da kann, alle anderen schicken sich's per AirDrop dann einfach hin und her und ja, der andere mit Android, obwohl er auch so Sachen wie Android Beam etc. und so weiter hat, was exakt dasselbe ist wie AirDrop exakt im Endeffekt. Exakt dasselbe, aber nein. Aber nein, du aber darfst nein, nicht mitmachen. Nein, das geht nicht. Du darfst nicht mitspielen. Genau. Und das ist und das Schlimme ist, und deshalb, ich komme von den Farben zu Apple aus einem gewissen Grund, weil das der gleiche Schlag von Typen echt, ist, ne? Ja. Aber eins muss man Apple echt mal dafür loben. AirDrop ist wenigstens mal ein Standard, den gab es vorher nicht wirklich für File-Sharing von Telefon. Ja, gut. Der hat halt einfach funktioniert. Nee, aber ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, so, was hast du bei Android vorher für Optionen gehabt? Bluetooth oder Bluetooth Wi-Fi Direct, oder... was nie funktioniert hat. Wi-Fi Direct genau, was, hat einfach, funktioniert. Was einfach nie ja, wirklich funktioniert. Genau. Jetzt hast du dieses Android Beam, was auch nur 50% aller Fälle richtig gut läuft. Echt jetzt? Ja. Also damit mit Android Beam hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Also mit neuen Androids geht es sehr zuverlässig, aber als es eingeführt wurde, war das ziemlich, ja, schwierig. Okay.
Okay, ja, das ist an mir vorbeigegangen. Immer noch, es ist immer noch, also es hat sich verbessert, aber immer noch ziemliche Kinderkrankheiten. Und wenn ich mir jetzt überlege, ansonsten hier die Leute, die mit iPhones hin und her machen, du drückst halt freigeben, bums, fertig ist. Okay. Und ansonsten ja, irgendwelche Third-Party-Apps, die du noch brauchtest, oder machst einen Wi-Fi-Hotspot mit einem FTP-Server und dann hast du einen Hickhack und so weiter. Das ist halt alles. Ja, das war die einzige Option, die früher da war, also ganz früher, wo du noch keinen Gedöns hattest, hier mit Wi-Fi Direct und so, um Daten schnell zu übertragen per Wi-Fi. Oder du hast ein paar Bilder ohne Internet. Halbe Stunde lang per Bluetooth verschickt. Oder Und währenddessen durftest du nichts mit dem Handy machen. Darf ich euch was sagen? Das letzte Upgrade meines Telefons. Bluetooth-Kopfhörer für dich in der Zwischenzeit. Das letzte Update meines Handys. Meines Dads sein Handys, das ich machen musste. Bluetooth-Boxen und so waren doch da schon ein Ding. Warte, gut, hatten wir einfach nie. Ja. Mit das letzte Upgrade meines Handys meines Vaters, das ich machen musste, war Ende letzten Jahres. Plus, minus, ne? Ja. Und ich musste wirklich, und ich musste darauf zurückgreifen, auf vielerlei Gründen. Unter anderem des Nicht-mehr-Erinnerns eines Google-Account-Passworts oder E-Mail-Adresse. Und ich musste wirklich ein 64 GB Handy mit Bluetooth schicken. Oh Gott, Alex, du tust mir leid. Wie viele Tage hat es gedauert? Ich habe das Handy mitgenommen, es ist 3 Tage durchgelaufen. Ich musste 64 GB mit Bluetooth schicken. Und das war angeblich nichts Bluetooth 5. Bluetooth ist, ich weiß nicht warum, aber Ich frage mich, wie die es irgendwie generell hingekriegt haben, wie viel Lack die Leute, die Bluetooth produzieren, gesoffen haben müssen, dass Bluetooth die ganz normalen 2,4 GHz Wi-Fi-Chips nutzt, aber dieselben Frequenzen nutzt, quasi dasselbe Protokoll nutzt, dieselben Antennen, dieselben Chips, dasselbe Modem, das alles macht, aber nie irgendwie ansatzweise was mit flotte Geschwindigkeit hinbekommen. Nicht nur keine Geschwindigkeit, die Hälfte an Reichweite, nie wirkliche Geschwindigkeit, dauernd Abbrüche und dann werden Geräte auch immer nie gefunden, weil die tauchen auf und sind sofort wieder weg. Aber du kannst sie nie verifizieren, egal ob es eine MAC-Adresse oder Name ist, aber es geht einfach nie und wenn es dann geht es kurze Zeit und auf einmal fällt es aus. Und das Letzte, was du irgendwie hast, was wirklich funktioniert, dauert ewig, bis irgendwas ist. Und Wi-Fi geht halt einfach immer. Beste Beispiel dafür, Microsoft Surface, Maus oder Tastatur. Hast du sie einmal verbunden, alles gut. Nie aber wieder bis anfassen. Du sie verbunden hast. Katastrophe. Ja. Und wenn Microsoft Surface-Tastatur verbinden, ist doch mal einfach Wumms dran klipsen und fertig. Oder nee, meinst es gibt jetzt auch welche, die halt nicht Bluetooth. Das Type-Cover sind, sondern eine richtige Tastatur sind. Die Dinger meinst du gut. Mhm. Ja, ne, die sind gut, aber Windows und Bluetooth und gerade Audiogeräte. Oh nein, ich meine, habt ihr schon, nicht also meine Tastatur soll jetzt nicht mal, ein Lautsprecher habt sein. Habt ihr schon mal versucht, Bluetooth-Buds mit Windows und Bluetooth zu verbinden und dann wirklich zu benutzen, ohne dass täglich Windows denkt, mach so. Es wieder aus und verbind es noch 8-mal neu und ach übrigens, jetzt musst du mal random neu koppeln mitten im Zoom-Telefonat, also weil ganz, ansonsten ganz geht's nicht. Ja, PC-Neustart nicht vergessen. Es hat sehr zuverlässig funktioniert, wenn es mal funktioniert hat. Du musst es nicht mehr anfassen und dann bin ich auf die Idee gekommen, auf Arbeit und zu Hause unterschiedliche zu verwenden. War Schluss. Die größte Anfängerfehler. Oder wenn ich die Bluetooth-Kopfhörer dann, was weiß ich, auf der Fahrt dann mit dem Handy nutzen wollte. Nee, dann ist ja alles Gerät vorgespeichert. Aber dann auch noch diese tollen 5 Minuten oder so, die du da Timeout hast, wo dann irgendwie das Bluetooth dann in Sleep-Mode geht und dann du darfst anschließend erstmal die Dinger neu verbinden, nur weil du 5 Minuten lang kein Audio drüber gehört hast. Jeder von euch da draußen, der jemals mit Bluetooth zu tun hat, weiß genau, wenn ich sage Hard Reset. Mhm. Aber deswegen ist es doch toll, dass wir jetzt Bluetooth als einzigen Standard für Kopfhörer in Handys haben wollen, weil überall. Eine blöde Klinkenbuchse ist plötzlich eine Überforderung. Ja, weil man auch Samsung das hoch anrechnen muss. Du kannst bei den Samsung Galaxy Buds 2 Geräte abspeichern und musst dann nicht wieder diese scheiß Peering-Probleme haben. Ja gut, das haben aber die meisten Hersteller nicht. Ich mache meine Galaxy Buds auf und sie sind instant verbunden, obwohl Bluetooth aus ist. Ja, das haben die so geil gelöst. Respekt. Aber das Problem ist, das wird eine proprietäre Lösung. Ne? Sowas sollte Bluetooth Standard sein. Ne? Dann wäre es vielleicht nicht ganz so scheiße. Aber bei Bluetooth Standard, das Einzige, was alle Geräte gleichzeitig unterstützen, ist AAC-Audio. ja.
Bitte, ja. Alles nicht andere ist immer anders. Nicht weniger. Alles andere ist geblödel. Und da können Sie hinschreiben, was Sie wollen. ABTX HD, ABTX Low, ABT bla bla bla. Hier, ich unterstütze 5.1, 4.1. Können Sie hinschreiben, was Sie wollen. Jedes Gerät hat sowieso einen ganz anderen Standard. Weil ganz ehrlich, ich verstehe Anker sowieso mit den neuen Dingern, dass sie da hier in der neuen Soundcore-Reihe keine APTX mehr eingebaut haben, weil Lizenz. Sowieso aller Kram nur AAC nutzt. Ja, aber die Sache ist, die so großartig klingen die Dinger sowieso nicht. Und auch die Vorgängerserie, die es noch hatte, die hat so Bambus geklungen einfach. Die haben sich gleich gespart, weil sie gesagt haben, brauchst du den nicht. Da brauchst du es einfach nicht, weil es ist halt einfach, ja. Das ist ein Produktmarketing. Diese Dinger sind halt nicht die billigsten, aber. Musste also einmal für Kopfhörer, die ich zugeschickt bekommen habe, musste ich AAC sogar deaktivieren. Irgendeinen alten proprietäreren Codec aktivieren. Noch älter? Ja. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber mein Handy hat mich davor gewarnt. Das ist sehr gut. Und es ist ein Xiaomi gewesen. Ja, aber Moritz, du hast doch sowieso deine Probleme mit Dingern, die dich vor irgendwas warnen, nicht wahr? Ich sag nur Mumble und Sicherheitszertifikate. Weil ich hab das Mumble-Zertifikat akzeptiert. 15 Mal, aber danach hat er aufgehört, mich zu fragen. Moritz, weißt du, aber was? Es hat dich nicht akzeptiert. Das war jetzt gemein, Alter. Gibt es die Auswahlmöglichkeit zwischen Ja, Nein oder Zertifikat anzeigen? Ich drück auf Ja. Ja, willst du halt aber wissen, was mir der Serverlog sagt? Moritz, so ein Zertifikat ist aber wie ein Tinder-Match. Es reicht nicht, wenn du weißt, der Gegenseite muss auch zustimmen. Ja! Auch mit Super-Accept. Die Sache ist die, im Server-Log, ich habe gerade reingeguckt, steht einfach Remote Client Rejected. Sehr gut. Ja, dein Server hat mich rejected, genau. Ja. Ich muss mein einfach an deiner Persönlichkeit liegen. Er hat noch nicht gelernt, wie er mit Ablehnung umgehen muss. Warte mal. Er hat halt was dagegen, gegen Windows 10 Pro for Workstations. Ich hau einen Link von dieser Log-Meldung mit in die Shownotes. Alex, ich habe dir das doch vorhin geschickt. Ja. Server Connection failed, the remote host closed the connection. Ja, super weird. Der hat die Connection einfach geclosed, der will mich nicht da haben. Ja. Da habe ich mir aber neu installiert, hab ein neues Zertifikat generiert, jetzt geht's. Ja, der Server hat halt Niveau. Das ist halt. Deswegen lässt das Neue rein. Also, wir Techniker haben ja immer wieder solche Späße. Der nimmt halt deine alte Version nicht. Also auch mit dieser Software, mit der wir uns unterhalten. Was für eine antike Version du vorher benutzt hast. Wenn? Ah, ist wunderschön. Robin ist wieder da, der ist kurz raus gewesen. Ja, also. Der hat offenbar einen kleinen Disconnect gehabt. Hört er uns wieder? Ja, wahrscheinlich, ja. Jetzt rede auch weiter, ansonsten können wir den Podcast gut schneiden, okay, wenn du den Redeflow unterbrichst. Wir müssen ja natürlich uns darüber freuen, dass das Ganze so lustig ist, denn wir kriegen solche Sachen meistens durch ein bisschen Try and Error mit viel Humor ja hin, um solche Sachen zu reparieren. Schwieriger wird's, wenn Otto-Normal-Menschen solche Probleme haben. Aber dafür gibt es ja sowas Tolles wie unser bald nochmal aktualisiert und umgeändertes Livestream-Themenformular und Podcast-Themenformular, was wir übrigens auf thegeekfreaks.de hosten. Da könnt ihr gerne eure Probleme, Fragen und so weiter mal reinschreiben, postulieren. Und als Themen wird uns das wirklich tatsächlich vorgeschlagen und dann können wir da genauer drauf eingehen. Also immer, wenn ihr Fragen und solche Sachen habt, haut sie her. Denn es geht ja nicht nur uns so, wir können da aber so, it's a bumper in the road, wir gehen da ganz leicht drüber und kriegen das irgendwie immer hin. Das möge den meisten nicht so ganz affinen oder begabten oder Menschen mit Zeit gar nicht so leicht fallen. Das vergessen auch wir ab und zu mal, weil eben Leute, die viel mit Technik arbeiten, für die ist das einfach usual business, ne? Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Lernst du einen Hügel, lernst du alle. Und wie du sie mit den Tricks umschiffst, aber wir versuchen ja euch da draußen auch diese Tricks irgendwie beizubringen, ne? Deswegen nur am Rand nochmal die Anmerkung, falls ihr auch irgend sowas habt, lasst uns gerne mal wissen. Ich liebe Probleme und Bugs. Also ich habe gerade auch schön festgestellt, ja, Mumble mag IP-Changing gar nicht. Du fliegst grundsätzlich erstmal eine halbe Minute raus. Ja, das stimmt. Hast du IP-Change? Hast du Multivan? Ja, ich habe einen Router, der umschaltet, wenn die Telekom wieder zu unfähig ist. LTE-Hybrid-Router, ja. Ne? Das nee, ich habe meinen eigenen Router. Ach so. Und der hat halt gerade umgeschaltet. Und dann dachte man sich so, so wie ich bin. Erwartest du, wenn du halt eine Verbindung zu einer IP hältst, üblicherweise, und diese IP sich ändert? Natürlich fliegst du dann raus, wenn du mit demselben Zertifikat hast. Wie erklärst du dir das? Aus meinem Mund. Ganz einfach, kann ich dir erklären. Robin, den Trick wirst du von mir auch noch bekommen. Ich switche jetzt die IP. Benutzt keine scheiß Telekom, fertig. Und ja, funktioniert. Toll, nein, ich habe ja auch Telekom und Kabel, aber jetzt habe ich rausgefunden mittlerweile, was ich tun muss, dass bei einem IP-Change der Anbieter ich nicht immer fliege. Unter anderem aus Games.
Alex, stopp. Das ist nichts, was du ändern kannst. Wenn das wirklich daraus resultiert, dein Disconnect, dadurch, dass die IP jemand die absendet, weg das kannst ist, du an deinem Client nein. nicht ändern, Alex. Und nee, wenn nee, du in nee, dem nee, Fall nee. Von deinem Zertifikat ein Disconnect hast und der Socket dann halt dementsprechend für diesen Client mit diesem Zertifikat erst noch aktiv ist, kannst du natürlich nicht automatisch neu rein, weil es zu der IP gehalten wird. Warte mal, wir hatten es doch, ich wollte doch gerade noch verraten, ihr habt mich, raus. Ihr macht schon wieder, ihr wollt mir das offensichtlich erklären. Ja, weil wir wollen dir das Offensichtliche erklären und ich wollte Robin erklären, warum er aus Mumble rausgeflogen der ist. Der Trick ist, warum ich nicht mehr fliegen kann, ist, weil ich jetzt rausgehe, nicht über ein VPS oder ein OpenMPTCP, sondern ich nehme da zu einem anderen VPN-Server, zu dem ich nach draußen connecte, über die Router-Maschine. Also ich nutze im JTAG die VPN-Funktion, um mich zu meinem Dienst zu connecten. Und der sorgt dann dafür, dass ich immer über die andere IP erreichbar bin, egal welche der beiden Leitungen ich nutze. Ja gut, das heißt, Alex, du hast einfach nur einen Hopf zwischendrin. Genau. Dass du hier anfängst, jetzt hier NordVPN zu benutzen für den ganzen Krab. Ich hatte in meinen VPN-Anbieter, habe ich ja seit 3 Jahren. Das hatte ich mal gekauft, so als Dreijahreslizenz irgendwas. Aber es ist sehr praktisch, weil mir kann das nicht mehr passieren. Deshalb sind auch die Livestreams jetzt so stabil. Natürlich kann dir das passieren. Außer mein VPN-Host geht down. Also das aber willst du ein Geheimnis von mir erfahren? Naja, stabil war das nicht, Alex, was du da gesendet hast. Du bist übrigens aktuell zum Mumble mit deiner Kabel-Deutschland-Leitung verbunden. Also, ja, aktuell wie erklärst du mir das? Ja, weil ich den Router gerade nicht anhabe in der Hinsicht. Ah, okay. Ich habe das Switchen gerade funktioniert? Ich habe das dann jetzt wieder ausgeschalten. Das Switchen mal auf der Telekom? Ne, das mache ich jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich meinen VPN-Dienst ausgemacht. Podcast zu sabotieren, ich will jetzt nicht Moritz, unbedingt schneide ich dich raus und ersetze dich durch so eine Google-Voice-Stimme. Nee, jetzt halt. Und die lassen wir dann bei den Clients generieren, damit du auch datenschutztechnisch erstmal eine Abmahnung kriegst. Please, ich will jetzt auch nicht aus dem Mumble fliegen, dann kriege ich wieder einen Timeout. Das ist gefährlich. Ersetze ich die Podcast-Episode durch einen Error-Sound, das spart mir Traffic, Lukas. Was? Ich soll dich einfach durch einen Error-Sound ersetzen, okay, kriegen wir hin. Ich ersetze die komplette Episode durch einen Error-Sound. Was? Ja, kein was Thema, weißt du, verwirrt. Anstatt die Podcast-Episode hier gleich zu schneiden, weil ihr alle erst hier Last Minute aufnehmen wollt, können wir es auch gleich einfach ausfallen lassen. Wieso Last Minute? Du hast gesagt, du schaffst das. Okay. Was denn? Was hat das damit zu tun, dass ihr hier alle Last Minute machen wolltet? Du sagst, du schaffst es? Robin, ich diskutiere das A jetzt hier nicht mit dir, Last B, Minute. Natürlich schaffe ich es und C, es ist trotzdem Last Minute. Das ist ja auch keine Diskussion. Ja. Wir haben noch eine Uhrzeit gefragt, die Uhrzeit stand, so, zack, fertig. Gar kein Problem. Okay, gehen wir übrigens mal, wir sind nämlich schon echt so am Das wird mir langsam zu toxisch, jetzt wechsel mal das Thema, Alex. Mach doch gerade, so. Chill mal. Ja, ich war gerade bei, also pass auf, wir haben ja noch ein Thema, habe ich noch. Ja, dann los geht's. Also das Endthema dieses Abends ist sogar ein sehr, 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 sehr spannendes. Und zwar, die anderen zwei wissen es noch nicht, nach dem Livestream gestern habe ich dann den Rechner komplett zerlegt. Falls ihr wisst, Aufnahme heute, 5.11.2022. Und dann nach dem Livestream vom gestrigen Freitag habe ich nochmal meinen Rechner komplett zerlegt, jede Flüssigkeit abgelassen und so weiter und so fort und RAM-Riegel umgeswappt und umgebaut. Denn ich hatte für mich ein bisschen Stutter und Probleme noch, AMD Tipps und Tricks haben wir rausgehauen, gehabt am Freitag und ich wollte noch ein bisschen suboptimieren und optimieren und es trifft auch witzigerweise wahrscheinlich auf den Lukas zu, weil der hat auch ein AMD-Setup mit RAM, der zusammengefrickelt ist. Die Position des jeweiligen Sticks im jeweiligen RAM-Slot ist wichtig. Das heißt, wenn ihr 2 Sticks habt, die unterschiedlich schnell sind oder unterschiedlich groß, zum Beispiel auf 8-Channel, was auch immer, falls das bei euch der Fall ist, und ihr wechselt einfach die Slots, kann sein, dass das System doppelt so schnell läuft. Einfach nur, weil ihr die 2 RAM-Slots ausgetauscht habt. Denn, kann sein. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Bei mir hat es nur Stutter verbessert, aber für euch da draußen, falls das passieren kann, das kann ein Ding sein. Jetzt wird es auch sehr spannend in dieser Thematik. Ich probiere da natürlich mit diesen RAM-Sachen immer noch ein bisschen rum. Denn ich habe gelernt, dass nicht alle Kerne bei AMD und Ryzen, nicht alle Kerne sind direkt verbunden an eine RAM-Bank. Das heißt, nicht allen Kernen ist Arbeitsspeicher zugewiesen. Das übernimmt das Betriebssystem. Ich habe auch einfach irgendwie das Gefühl, dass mein Board einfach einen Schlag weg hat und ich das mal austauschen sollte.
Das ist nicht eigentlich sowieso die Empfehlung, dass du in den gleichen Slots, also die miteinander verbunden sind, auch die gleichen Geschwindigkeiten haben solltest? Ja, natürlich. Nee. Interessant ist, du darfst, wenn du zum Beispiel Octa-Channel hast, dürfen 8 unterschiedliche Timings dürfen da sein, dann kann das eigentlich regeln. Oder je nach Speicherbank. Du hast halt 4x2 Slots, oder nicht? Genau. Ja, 2x4 Slots, 4x2, es kommt immer darauf an, welche Config du hast. Und du musst in der gleichen Bank den gleichen Speed haben. Das ist klar. Aber selbst wenn du zweimal den gleichen RAM-Riegel hast, hilft Vertauschen manchmal. Strange. Einfach, ja, und das gibt keinen Sinn, aber anscheinend doch wegen Fertigungsunterschieden oder Silicon Lottery mal wieder. Silicon Lottery, genau das. Und das was dir allerdings, du kannst natürlich unterschiedliche RAM-Riegel mit unterschiedlichen Timings und unterschiedlichen Frequenzen in einer Bank betreiben und das funktioniert auch problemlos. Die Dinger müssen halt nur irgendein Timing, irgendeine Geschwindigkeit gemeinsam haben, diese beide unterstützen und darauf laufen sie dann halt beide. Gut, dass du ansprichst, das habe ich gerade gemacht. Ihr hört mich gerade auf einem PC. Ich habe 3600 MHz CL18 RAM und 3200 MHz CL16 RAM zusammengebaut. Ich habe sie beide getaktet auf 3466 MHz mit CL17. Das heißt, den einen RAM habe ich overclockt, den anderen RAM habe ich underclocked, also undervolted und underclocked, Timings angezogen. Das heißt, ich habe sie auf den beiden Speed gebracht. Das geht. Das heißt, ihr könnt RAM, der eigentlich Overclocking-Potenzial hat, höher clocken und den anderen einfach runterclocken, dann habt ihr den gleichen Speed. Muss man aber den passenden RAM dafür haben, dass es möglich ist. Ich wollte es gerade sagen, das kann nicht jeder. Ja, und das ist auch. Ich habe es zum Beispiel bei mir probiert mit dem guten HyperX-RAM. Mittlerweile ist ja Kingston, hat er übernommen. Mhm. Da kannst du maximal eine Stufe höher im XMP-Profil gehen, dann ist Schicht im Schacht. Du kannst mal versuchen, XMP-Profil ausmachen, Auto ausmachen und die Timings manuell einzugeben. Dann könntest du vielleicht sogar noch ein bisschen einen Ticken höher kommen. Wirklich, ja, hast XMP-Profile. Ja. Au, Moritz hat mal gerade die Qualität des Todes. Ich bin ein Roboter. Ich bin Darth Vader. 56K Modem. Was? Ich verstehe nichts mehr. Also ich hoffe ja mal, dass du dein Klima-Audio machst, weil ansonsten nehmen wir dich als Telefon dazu. Moritz, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber gerade kam deine Stimme aus der Front und die Artefakte kamen von hinten. Du hast 7D-Audio-Artefakte erzeugt. Nice. Ja, er hat einfach 7.1 Audiostörung. Was zum? Das habe ich noch nie gehört. Seine Stimme kam von vorne und die Artefakte kamen von hinten. Das ist Magic. Das ist seine Magic-Leitung. Ja. Ich glaube, er hört uns nicht mehr. Aber Moritz versteht nicht, wenn mehr als eine Person redet. Okay, das heißt, wir reden jetzt einfach alle ins Stereo. Nein. Hört ihr mich? Nein. Ey, das kann doch nicht sein. Du bist auch cursed. Nee, das kann auch nicht sein. Das ist bei uns übrigens, falls ihr da draußen unseren Podcast hört, ist es nicht nur im Podcast so, ist es in allen Technikbelangen überhaupt so. Wir reichen uns den Fluch einfach immer. Ihr kennt noch diese Kindergarten-Schuhspiele, wo man auf die Schulter tippt und sagt, du bist jetzt verflucht oder du bist verhext oder du, oh, ne? Genauso ja, reichen wir die im Kreis immer rum. Einer hat immer den schwarzen Peter. Ich habe eher so eine Idee. Du kennst das so aus Gregs Tagebuch, so mit dem Käsefinger? Oh, ich habe Gregs Tagebuch nie gesehen. Ja. Das ist ein Buch, Alex, das ist kein Film. Okay. Deswegen heißt es ja Tagebuch. Es gibt aber übrigens auch eine Verfilmung, wenn du es als Film gucken willst. Ja, nicht alle willst. Teile. Ich glaub, ja, ich habe nur davon gehört, ist voll an mir vorbeigegangen. Kenne ich nicht. Was ist Käsefinger? Ja. Robin, also irgendwann, ja, gerne. Irgendwann hat mal ein Schüler auf dem Schulhof ein Stück Pizza fallen lassen und dann hat sie halt jemand in den Käse gepackt und seitdem ist das der Käsefinger. Ah, gut. Und dann, diese Person wird dann von allen ausgegrenzt und wenn der dann irgendwo hingeht, rennen alle weg und dann muss halt er dann die nächste Person antippen und dann hat er dann die nächste Person. Jetzt hast du es, ja genau. Ja? Das haben sie bei uns in der Schule auch gespielt, die toxischen Kinder. War das im Buch nicht ein Brot? Ich glaube auch, das war ein Käsebrot, aber... die Bücher hier stehen, ich müsste jetzt nachschlagen. Warte, darf ich mal kurz politisch unkorrekt sein? Wie ich in der ersten, zweiten Klasse war das mit AIDS? Ja, die Kinder haben das so betitelt bei uns. Jetzt hast du AIDS, ich will kein AIDS. Und meistens war das Kind ich. Also ich will kein Alex. Naja, ja, genau. Meistens war das Kind ich. Macht einen nur stärker, aber trotzdem, ja, ich verstehe die Anekdote, so ein Mist. Ja, aber... Solange ihr damals nicht einfach alle mit dem Leo in der Hand rumgerannt seid und das Anti-Idioten-Spray genannt habt. Werden das mit Feuerzeug. Ja. Da gibt es eine schöne
Geschichte von unserer Abi-Abschlussfahrt, aber ich glaube, die erzähle ich im nächsten Podcast. Wir nähern uns der magischen 50-Minuten-Hürde. Heute wieder mal. Nicht nur der magischen 50-Minuten-Hürde, eher so der magischen 45-Minuten-Höhe. Ja, deswegen, wir müssen ein Outro fahren, das müssen wir irgendwie rund machen. Also ich würde euch empfehlen, wir sind alle wieder am Start mit einem schönen Podcast. Wir genießen einfach noch ein bisschen Monis Audioqualität. Moni, sag mal was. Nein. Und mit dieser herben Enttäuschung. Dann gehen wir mal raus. Das wird besser. Jetzt wird er gut. Okay. Jetzt aber zu spät. Ich musste auf 8 Kilobit runter, damit ich euch überhaupt gehört habe. Wow. Du bist doch schon auf 20 runtergegangen. Das hat man auch gehört. Du hast halt so geklungen wie so eine alte Telefonleitung. Ja, aber anders habe ich nichts mehr gehört. Gar nicht. Wow, was machst du im Hintergrund? Nicht so viel Pornhub. Ja, die guten 8K-Pornos. Jetzt Sperma only, deine Schwester muss jetzt gerade nicht streamen. Ja, deine Schwester ist eigentlich immer die böse Schwester. Ja, die böse große Schwester, die gerade eine Runde streamen muss. So. Ich hab jetzt gerade das WLAN ausgeschaltet, deswegen ist es auch wieder besser. Und ich würde sagen, ich bin wieder da. Du Assi. Du hast Familie, Mann. Ja. Hatte. Ab morgen wohnt unter der Brücke. Er kriegt eine Zeitung als Aussteuer und damit darf er sich dann ein Haus bauen. Du brauchst dich nicht wundern, wenn irgendwann frühmorgens, kurz bevor du aufwachst, deine Mama deinen Mund mit Bleiche auswäscht. Wieso? Dafür musst du erstmal rausfinden, dass ich es war. Ich höre den Podcast nicht. Ich glaube, Ausschlussverfahren, wie viele Leute bei euch in der Familie gibt es, die sich mit dem Router so weit auskennen, dass ihr das WLAN ausschalten könnt? Ich schieb's immer auf die Telekom. Ich dachte, ihr habt O2. Ja, aber die Leitung gehört der Telekom. Die Telekom stellt den D-Slam. Sie kann aber dem einfach zu gut. Oh, großartig. Das war die Telekom, haben wir nicht, egal. Aber böser Trick, auch die anderen brauchen zu viel Bandbreite. Ich ziehe einfach das Kabel vom Router. So, mega. Ja. Moritz, ich liebe deine Lösungen. Auch wenn es funktioniert. Es funktioniert. Ja, lösungsorientiertes Arbeiten nennen wir es. Es funktioniert nur für dich. Das ist Alex, reicht, warum habe ich es gejinxt mit dem Meme, was ich vorhin in die Gruppe gestellt habe? Batterien tauschen. Einmal die Batterien kannst du deine Mutter sagen, ja, der WLAN Router hat keine Batterien mehr. Ja, aber ja, nur Akkus, die haben wir gar nicht da. Sobald ich von meinen 50 gebuchten Mbit 16 Mbit im Download auslast, habe ich null Upload. Ja, das was? Macht die Telekom, das nennt man übrigens Buffer. Also du hast oft eine hohe Leitungslatenz in diesem Moment, ne, weil die Leitung erzeugt einen zu hohen... Ich habe keine hohe Leitungslatenz, ich habe einen Paketverlust von 100%. Das ist die Dämpfung. Das ist die Dämpfung. Das ist keine Latenz, das ist ein Block. Nee, ich glaube... Halt, du hast zwischen jedem Paket, mir hat das ein Telekom-Techniker mal erklärt, im schlimmsten Fall 5 Sekunden zwischen einem Paket. Das ist die Latenz. Die Dämpfung ist so hoch, dass die Netzwerkschnittstellen das nicht mehr als Latenz erkennen, sondern als Verbindungsverlust. Als Timeout. Ja. Alex, ich glaube einfach so, bei dem Kaff, was Moni hat mit der Mobilnetzabdeckung, die da herrscht, da steht einfach irgendwo mitten in der ganzen Gegend ein Mast, der einfach alle Leute in dem Dörfchen mit Internet versorgt und da gehen die ganzen Telefonkabel raus und deswegen ist da immer so schlechtes Netz, weil kein Empfang da ist. Kann nicht wundern. Puh, das ist beim Echten, mich würde es nicht wundern, wenn das so ist, ne? Das ist halt echt gar nicht mal so ungewöhnlich in ländlichen Gebieten, dass die einfach per Richtfunk irgendwo das Backbone machen. Gehen, das ist bei uns aber nee, anders. Richtfunk gibt es, ja, 6 Kilometer weiter steht irgendwo ein Vodafone-Mast, der funktioniert manchmal. Der war aber auch schon 2 Wochen lang offline. Weil sie die Stromrechnung nicht bezahlt haben. Ja, nee, in dem Fall nicht, aber das war auch eine witzige Geschichte. Ein Bauer hat das Kabel durchgehackt, weil tatsächlich, sowas ist mal passiert, irgendwie bei Forstarbeiten oder so. Was? Ja. Ja, sehr gut. Moritz schlägt einfach seine Wurzeln. Das Witzige ist, der steht direkt neben einem Wald. Oh mein Gott. Drei von 4 Seiten sind mit Bäumen bedeckt. Oh ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber das steht fast in der Lichtung. Es hat sich halt jemand ausgedacht, der keinen Bock hatte. Der hat gesagt, da ist ein Wald und da stehen eigentlich einige Sendemasten drin. Wo? Ich glaube, da steht ein Sendemast von O2 neben und einer von Vodafone. Weil ich gehört habe, Wald ist nämlich so gut für die Verbindungsstärke, das verstärkt. Du weißt, das wieso? So, die Bäume sind kleiner als die. Das Wasser in den Bäumen verstärkt alles oder so. Ja, genau, das dient, ihr wisst schon, das, wie nennt man das nochmal, wie harmonische Verstärker. Das nimmt die Wellenlänge auf. Nee, ja, genau. Alex, eine höhere Zahl bedeutet doch bessere Verbindungsqualität, ja, also genau. Geht das auch für die Dämpfung der Verbindung. In Wahrheit haben sie den Gärtner nicht bezahlt und die Bäume sind einfach immer weiter gewachsen.
Oder der Gärtner wurden nicht mehr geschnitten. Oder ja, der genau. Gärtner ist ein Ex-Angestellter, der Beef hat mit ihnen. Ja, weißt du, ich glaube eher, es hat geregnet und die aufgerollte Zeitung, die den Mast gestützt hat, ist einfach aufgeweicht. Wenn ihr mehr von diesen wirren Verschwörungstheorien im Technikbereich hören wollt, dann bleibt einfach dabei bei der nächsten Folge dieses Podcasts. Es kann ab hier nur besser werden. Bestimmt. Wir haben Peak Performance Level wieder mal erreicht. Und ich wünsche euch eine schöne Autofahrt, ein schönes gemeinsames Entspannungsbad mit The Geek Freaks, um euch in Stimmung zu kriegen oder was auch immer ihr gerade treiben werdet, um so weit zu kommen in unserer audiophilen Produktion. Nicht so weit runterziehen lassen, dass ihr in den nächsten Kirschbaum fahrt. Und vermeidet einfach Telekom-Masten. Dafür ist zu spät. Nee, das war, ist ja, wo du warst. Ja, ich meine, wir haben uns die letzten 5 Minuten über Monis Verbindungsqualität und Vodafone und Telekom lustig gemacht. Ich glaube, das muss jetzt langsam mal reichen. Das ist gut so. Ich meine, so häufig kann ich die herbe Enttäuschung, mit der wir ausmoderieren wollen, ja gar nicht einleiten. Nee. Müssen wir gar nicht, weil die fühlen gerade die Leute schon, deswegen. Das merken die Leute schon. Also, auf die dieser ganze Podcast, da habe ich ein bisschen Werbung verlinkt. Die spüren das schon von innen. Also, wenn ihr jetzt auch dabei seid, alles zu spüren, dann spüren wir uns wieder im nächsten Podcast. Auch in The Geek Freaks Shop und so weiter, um Alex mal ein bisschen hier wieder zu entlasten. Achso, wusstet ihr, aktuell ist es auf der Podcast-Seite gar nicht möglich, alte Episoden anzuhören, nur die letzten 4. Warum das Sagt schon es wieder? Sagt es doch denen nicht. Moritz. Das ist auch noch auf Video. Auf Audio. Warum ist bei uns eigentlich immer irgendetwas kaputt? Naja, es wird einfach nur nicht angezeigt. Wenn du einen Link kennst, kannst du draufgehen, ja. Aber bei es Spotify gibt keine Suche, es gibt die, keine Liste. Bei Spotify fehlen die letzten 10 Episoden, bei sonst was irgendwie jetzt die letzten 8. Nee, nur bei Spotify fehlen die letzten 10, sonst haben wir überall alles. Okay. Das Gute ist, der Luke hat an dieser Stelle schon längst geschnitten und ich wünsche euch nochmal einen wunderschönen Abend. Ja, ich spiele jetzt hier einfach das Outro drüber. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, genießt weitere Episoden und ciao. Und ciao. Ja.